Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So, dieses Nest haben wir befreit. Da hinten sind auch noch welche. Ich würde mal gerne gucken, ob wir die vielleicht eventuell. So können wir ja. Nö. Also, wir können jetzt hier noch Basics herstellen. Ist jetzt nicht, ob wir das so wollen. Wie immer fehlt so ein bisschen Platz irgendwie, wa? Was wir sagen können. Ja. Aber ich kann ja auch ein bisschen was essen. Essen. Haben wir noch was zu essen? Haben wir noch was zu zerfressen? Ja, das kommt. Wir haben ja so viel Trockenfleisch im Lager. Oder auf dem Gestell, besser gesagt. Das macht dann alles nichts, weil ich will hinten mal zu den Ziegern und mal gucken, ob wir da irgendwas anrichten können, ne? Guten Morgen, Oskar. Erstmal ein Käffchen für den Papa, ne? Und dann, weiß ich nicht. Wir haben ja so, könnten wir noch Sticks herstellen. Und damit dann Basics. Die sind zwar nicht hübsch, die Basics. Aber ist ja erstmal auch egal. So, und dann hätten wir ja, wenn wir Equipment hier. Da haben wir ja erstmal gut die denn. Und den hier müssten wir hier reinmachen. Richtig? Richtig. Sieht zumindest erstmal gut aus. Mal gucken, ob wir denn irgendwas noch machen können. Hier hätten wir noch ein bisschen Kacke. Weißt du, wenn du da so mit der Kreine mein Fleisch reinmachst, ne, dann wird ein bisschen nicht so cool. Ich wollte eigentlich noch ein paar Stöcker haben, wenn ich die finde, aber. Gut, dann finden wir keine Stöcker. Hauptsache, wir schleudern nicht mehr hin und her. Wäre jetzt nicht so cool. Wie in der letzten Folge. War schon ein bisschen sehr creepy, das Ganze. So. Naja, du kannst da auch so erstmal da so ein bisschen rummachen. So, wir sollten ja hier so ein bisschen üben. Okay. Sind wir denn schon mal erstmal fertig? Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich krieg ihn nicht. Ist okay. Ich wollte ja nicht so nah ran. So. Wird immer ein bisschen tangiert, dass die Katze hier so na, ziemlich coole Sachen auf mit drauf macht. Aber auch nicht ein bisschen still sitzen kann, ne? Du böses Mietze
Muschilein. Also diese Basic-Dinger, die gehen aber dann down, ne? Ja. Auf jeden Fall. Er versucht die zu picken. Ich glaube, einen haben wir jetzt. Oha. Wie viel Leben? Okay. Da geht er denn irgendwie mal. Ja, Stamina ist dann auch nicht so geil. Hat er nicht eine Waffe mitgenommen? Aha. Oh, ich dachte schon, was hatten ja jetzt im Tarnfleck? Hab den gar nicht getroffen. Da wollte ich schon sagen, irgendwann muss er mal hier vorbei sein. Ach, da hinten ist ja auch noch einer und rennt sich da Wolf. Den würde ich ja gerne mal anders besuchen, ne? Aber die Frage ist, wenn wir jetzt da hinrennen, ob das nicht jetzt gleich ein bisschen schädlich ist. Guck mal, wa? Da oben hängen ja auch immer noch Sachen. Die sind ja dann auch weg, weil die kommen nie wieder, oder? Ich den jetzt hier ja platt mache. Ein Nest. Dann ist der platt, ne? Oh. Die Seeker-Nest interessiert dich ja nicht, ob das an ist oder nicht. Für einen Schlafsack hier? Nö. Nee. Das interessiert hier gar nichts. Ja, das ist ja auch mal hart, ne? Wollen wir denn massikermäßig hier so kämpfen? Ich weiß ja nicht, ob ich die alle umgebracht haben muss oder sowas, ne? Obwohl ich jetzt ja aus Versehen wieder irgendwas drauf werfe. Und das mal lieber aus. Ich weiß nicht, ob der unser Freund da hinten jetzt noch ankommt oder so. Deswegen ein bisschen Ausdauer sparen. Also, okay. Ah, hier erinnere ich mich, waren wir auch schon mal irgendwie. Die Frage ist natürlich, wenn ich hier meinen Trick mache, ne? Und den jetzt mal hier haue. Ich hab Zeit, Junge. Aber ich hab auch. So. Mal das jetzt wenigstens equipmentmäßig auch ausführen. Brauchen wir die denn? Da.
Das ist ja wenigstens ein bisschen angenehmer hier, ne? Oh, aber ich krieg die hier so nicht. Pfeiler haben. Weil vier Stück wieder. Ich muss ja jetzt keine Munition verballern, wenn ich hier Pfeile machen kann, ne? Ich fühlte mich den Sieger so nah. Den Sieger so nah. Da, da. Da, da. Da, da, da. So. Die Frage ist nur. Ob hier überhaupt was ist? Was sich hier so lohnt, ne? Ich glaube nicht irgendwie, nicht. Oh. Eine Weste? Oh, wir haben eine Weste gefunden. Und ich sag nur, ich glaube nicht, ne? Ne? Warum hängt der? Achso, weil ich im Menü bin. Und? Doch, hat sich gelohnt. Für mich schon. So, Equipment. Weste. Ha. Very strong. This is very strong. Ich will irgendwie noch nach oben. Da muss ich ja auch noch irgendwas geben. Ne. Also das hier ist für den Arsch. Ich weiß nicht, warum da so ein Nest ist, wenn man da mit Gornex machen kann. Ich muss natürlich auch nicht alles wissen. Die AK-Riffel haben wir schon. Weiß nicht, ich werde die so erstmal, denke ich mal, auch mitnehmen. 61%. Achso. Die Geschichte. So, dann werden wir noch natürlich irgendwas essen. Wie sieht sonst aus? Durst haben wir auch noch ein Stücke. Ja, wie die Sieger sind jetzt wieder da. Das wäre natürlich ein richtiger Reinfall, ne? Aber ich glaube nicht daran. So, ein bisschen Platz geschafft. Ja, viel ist hier nicht, ne? Okay. Oh. Nee. Obwohl, könnte vielleicht ein bisschen besser sein als. Ach nee, ich habe ja jetzt einen Helm auf, ja. Nee, der Helm wird schon besser sein als das hier. Campingstuhl. Ein wenig alles enttäuschend. Kann ich auch mal sagen. Ein wenig. Noch irgendwas verfressen? Bis denn, aber das wäre eine nehmen wir mit. Ja, und dann geht's zum Lager wieder. Weil wir müssen ja auch mal ein bisschen auslagern, ist logisch.
Und von der Feile her, also klar, wir könnten, ich will ja den fetten, den verbesserten Kühl herstellen. Hast du jetzt eingeschissen dabei? Du siehst ein bisschen alt aus, mein Junge. Oder? Sah doch ein bisschen alt aus schon. So ein bisschen abgenagt. Ja, aber dann haben wir das Gebiet ja praktisch durch. Dann können wir uns ja langsam mal Banditenziele setzen. Wo soll ich denn als erstes hin, banditenmäßig? Guck mal, ich glaube hier nehme ich mir den einen Filter dann. Warte mal. Hier lag immer ein Filter. Lasche liegt hier. Rott liegt hier, aber kein Filter. Ich war mir sicher, dass hier ein Filter liegt. War mir richtig, richtig sicher. Oder war das hier drin? Tja, da muss ich mich wohl vertun. Wenn nicht hier, wo dann? Guck mal, wenn ich jetzt hier die Straße mir mal angucke, ne? Hier. Wo komme ich denn da hin? Ach so, denn hier hinten hin, ne? Ich weiß ja nicht, ob das denn hier so schön ist. Also hier müsste es denn irgendwo auf Feldwege reingehen. Ich weiß nicht wo. Also mit Auto geht's ja immer, ne? Man fährt ja da nicht zu lange irgendwo hin und her. Und so unmittelbar Nachbarn habe ich ja gar nicht, ne? Müssen wir ja schon vorbeifahren. In der Richtung sieht es ganz anders aus, ne? Schön zu hang, hä? Wie? Ja, wir müssen alle. Schön, schön, schön. Wenn nicht, das war hier, nicht nach Hause wollten oder so, aber so, was baue ich denn als erstes? Als erstes sollte ich mal irgendwas einsortieren, was ich, damit ich was loswerde. So, 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 so. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. So, dann haben wir hier noch eine Waffe dazu. Ich glaube aber hier passt kaum noch, doch, hier passt noch ein bisschen was rein. Aber auch nicht mehr so viel. So, dann ist das ja schon mal erledigt, das Thema. So, dann haben wir hier noch Werkzeug. Das will ich auch erstmal raus haben, damit ich wieder groben Überblick da habe, was ich überhaupt brauche und so weiter und so fort. Ne? So, zack, zack, zack. Matches können wir ja dann wieder ins Lagerfeuer reinmachen. So ein bisschen Holz haben wir noch. Sonst so haben wir noch hier ein bisschen Zeug. Die könnten wir ja dann reinkühlen. Die sind alle noch Row. Guck mal, ja, eigentlich müssten die ja beide fertig sein, ne? Oh ne, die sind noch nicht fertig. Das dauert noch ein Weilchen. Also bleiben die dann erstmal da. Ja. Also ich sortiere mal aus und dann gucken wir mal beim nächsten Mal. Ich denke mal ein bisschen noch was hinstellen, bauen. Vielleicht auch so mal so mit dem Bob ein Gehäuse. Das wäre mal auch interessant, ne? Und dann natürlich unser anderes Haus weiterbauen, ne? Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal und kommt gut in die Woche. Bis dann. Ciao.